Der BSW-Abgeordnete Klaus Ernst hat im Bundestag eine wirklich fulminante Rede für Frieden mit Russland gehalten, für ein Ende des Ukraine-Krieges. Und diese Rede schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Sind Sie der Auffassung, dass dieses System uns einem Atomkrieg näher bringt oder dass es uns mehr Frieden bringt in der Zukunft? Sind Sie der Auffassung, dass das den Krieg eskaliert oder deeskaliert? Diese Frage hätte ich gerne mal von Ihnen beantwortet. Und ich sage Ihnen die Antwort. Das eskaliert den Krieg und macht die Lage in Europa unsicherer und führt dazu, dass wir weiter in diesen Krieg hineingezogen werden. Und das möchte. Ja, mit diesem System meint er die geforderten Taurus-Raketen, was wirklich eine völlig irre Forderung ist. Also Kiesewetter hat ja gesagt, wir sollen Taurus an die Ukraine liefern. Der Krieg müsse nach Russland werden. Also es ist wirklich. Also diese Debatte in Deutschland, die ist jenseits von Gut und Böse. Die ist einfach nur noch irre. Richtig nicht, meine Damen und Herren. Mit aller Klarheit. Und weil ja die Redezeit leider begrenzt ist, möchte ich Ihnen noch ein Zitat mitgeben von Erich Maria Remarque. Der hat nämlich gesagt, ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind. Besonders die, die nicht hingehen müssen, meine Damen und Herren. Und da sollten wir uns alle, die sich so freudig sozusagen über das Weiterkämpfen der Ukrainer, die übrigens zu großen Teilen hier in der Bundesrepublik sind, weil sie nicht mehr kämpfen wollen, und die Ukraine gern wieder hätte, dass wir sie zurückschicken. All denen würde ich gern sagen, über diesen Satz mal nachzudenken. Sie müssen nämlich selber nicht hingehen. Und das ist der Unterschied von denen, die in dem Krieg sind, und denen, die wir darüber reden. Wir brauchen Friedensverhandlungen, wir brauchen einen Waffenstillstand und wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur, die den Frieden sichert und nicht mehr Rüstung. Ja, geniale Rede. Wirklich eins zu eins auf den Punkt gebracht. Auch das Zitat von Remarque. Also die Rede hier, die finde ich sogar noch besser als die von Sevim Dardelen, die ich ja nicht mehr auch eben angeschaut habe. Sind Sie der Auffassung, dass dieses System... Ich habe es sogar schon repostet hier. Ihr seht es, das ist auf Twitter. Herr Klaus Ernst hat das auf Twitter hochgeladen. Ja, ich weiß gar nicht, warum das nicht alles auf dem YouTube-Kanal ist. Uns vielleicht brauchen die da etwas länger, das hochzuladen. Oder aber, dass es ja. uns mehr Frieden bringt in der Zukunft. Wie gesagt, gute Rede, sind Sie der Klaus Auffassung, Ernst, guter dass Mann. Krieg eskaliert oder deeskaliert? Schön, dass das BSW so viele Diese Frage hätte ich gerne mal von Ihnen Bundestag beantwortet. Und ich sage Ihnen die